Hallo ihr Lieben, hier bei Betreutes Denken, Zusammenrätseln statt Langeweile. Ja, da muss ich kurz den Vorhang zumachen, den ich hier habe, weil ich euch kurz erklären wollte, wie dieses Spiel funktioniert, was wir heute zum ersten Mal spielen. Und zwar eine bildliche Erklärung. Tasse. Zucker. Zucker in Tasse. Das war's eigentlich schon. Springen wir mal direkt ins Spiel, dass ihr seht, womit es hier auf sich hat. Sugar Sugar heißt dieses Spiel. Ich habe dieses Gameplay hier euch auch unten verlinkt. Ihr könnt also auch mitspielen oder auch weiterspielen nach dem Video. Und wir versuchen hier mal die ersten Level zu knacken. Mal sehen, das sollte nicht so schlimm sein. Ich habe dieses Spiel schon vor langer Zeit mal schon gespielt, aber habe wieder alles vergessen und dachte, eigentlich könnte man das mal im Videoformat machen. Let's go! Und zwar machen wir auch die Musik an. Ich hoffe, dass sie nicht allzu störend ist, aber ich finde die recht cool. Erstes Level. Also, es geht wie gesagt drum, hier, da kommt der Zuckerstreuer, da kommt es oben raus und da unten ist unsere Tasse und da müssen wir es irgendwie reinmachen. Und wir dürfen mit der Maus hier zeichnen. Genau, und falls das jetzt hier bei manchen Tassen zu langwierig wird, dann mache ich das einfach so, dass ich das kurz pausiere und dann weitermache. Aber hier geht das noch. So, was sollen wir hier machen? Vielleicht so. Und so. Ja, das sollte eigentlich passen. Erste Tasse voll, zweite Tasse voll. Also hier ist es jetzt eine Farbentasse. Hier in diesem Teil kann man färben. Der Zucker muss also erstmal gefärbt werden und dann erst da reinrieseln. Ich glaube, hier haben wir schon genug. Gehen wir mal alles hier rüber, dass es da auch ein bisschen schneller geht. 50, 40, 30... 20 abonnieren nicht vergessen. Habt ihr das auch früher gespielt, dieses Spiel? Ich finde das genial. Also öffnet den Link von unten, zockt direkt auch mit. Die Tasse, die sollte sich eigentlich automatisch füllen, wenn ich nichts mache. Und wenn man nichts macht, dann macht man ja auch schon mal nichts verkehrt. So, jetzt hat die sich schon gefüllt. Jetzt ist hier unten, there's a hole in the ground. Jetzt kann ich hier das in das Loch laufen lassen. Das sollte hier oben wieder vorbeikommen. Da muss ich gucken, dass ich hier auch eine gute Schräge finde. Und die war jetzt, das ist schon fast ein bisschen flach. Jetzt rollt das fast nicht runter hier. Und ich glaube, wir haben hier schon genug Zucker im Speicher, dass wir hier einfach umleiten lassen können schon. Das sollte das locker oben füllen können. So, jetzt ist das Ding oben voll und das ist auch voll. Oh, eins. Hups, hups. Das ist nur ein Zucker. Ein Körnchen. Ah. Puh. Also nur mit einem, das ist schon heftig. Also grün muss in grün, orange muss in orange. Dann können wir das hier so vorbeileiten und hier reinleiten. Und hier nehmen wir einen Teil des Strahls, machen es orange und leiten das dann hier rein. Und das wollen wir hier nicht verlieren. Wir sind nämlich ganz akkurat. Wir sind ganz akkurate Leute. Jetzt kann ich das umleiten nur aufs Orangene, aber wir haben eh schon genug. Sollte eigentlich passen. Oh ja, time to push the button. Also was passiert da? Ah ja, das war dieser Gravitationsbutton, in dem ich umstellen kann, zack, dass es nach oben laufen soll. Jetzt sammle ich das erstmal hier in so einem Becken. Das war nix. Sollte schon ein bisschen mehr laufen. Je schräger das ist, desto schneller geht es halt dann. Und dann lassen wir erstmal dieses Becken füllen und dann nehmen wir uns dann einen Teil hier weg von diesem Becken und leiten es dann da rein. Ich warte erstmal, bis das Becken gefüllt ist. So, jetzt habe ich gerade eine WhatsApp gekriegt, musste erstmal Nachrichten lesen. Jetzt ist das Ding komplett vollgelaufen. Aber jetzt, das sollte auf jeden Fall genug sein. Ja, das ist genug. Wir können hier oben auch gucken, dass es nicht runter... Nee, ist eigentlich nicht nötig. Das sollte eigentlich genug sein. Schon ein Drittel davon ist genug, glaube ich. So.
glaube, in den nächsten Tagen wird mich irgendjemand in meinem Haushalt fragen, wo ist denn der Zuckerstreuer hingekommen? Ihr wisst die Antwort. Er liegt an meinem Computer. Da würde nie jemand suchen. So, jetzt, das sollten wir uns erstmal überlegen. Was müssen wir zuerst füllen? Wenn ich zuerst das Blaue fülle, dann habe ich den Weg schon verbaut für das Orangene. Also muss ich zuerst Orange füllen. Das mache ich mal so. Und dann lasse ich das hier vorbeirieseln. Und dann lasse ich das hier reinrieseln. Und dann sollte das so eigentlich gehen. Wobei, ich könnte eigentlich noch diffiziler das machen. Ich könnte das Orangene hier vorbeiführen, dass es praktisch rechts rauskommt. Und links könnte ich das Blaue, ich glaube, Orange ist schon genug, und rechts könnte ich das Blaue machen. Das kommt dann aus diesem Stahl raus. Ja, funktioniert. Jetzt müssen wir es nur noch vollriesen lassen. Und. Hat eigentlich nicht geklappt. Ja. Level 9. Okay, hier ist ein Umkehrer drin. Aber das erste kann ich ja einfach direkt so füllen lassen. Die Hälfte kann ich eigentlich mir rausnehmen, um hier ein Becken zu füllen. Das dann so reinläuft. Und jetzt kann ich das Ganze nehmen, weil die Tasse schon voll ist. Und hier rieselt vielleicht auch nach. Das lasse ich auch darunter rieseln. Jetzt gucken wir mal. Wir sind ja hier ein bisschen ungeduldig. Probieren wir doch schon mal, ob das genug ist. Ist schon genug. Das ist meistens, überschätzt man das, wie viel man überhaupt braucht. So. Kann ich hier weiß zuerst einfach mal machen? Ich glaube schon. Ich glaube, hier ist es verschenkte Liebesmüh, wenn ich jetzt versuche, hier die beiden gleichzeitig zu machen. Lass ich erstmal das Becken unten voll rieseln. So, jetzt ist das Becken mehr wie voll gerieselt. Ja, ich wollte gerade sagen, mich hat jemand angerufen. Das war der Dönermann. Er will die Mutter zurück, denn die dreht sich nicht mehr. Nee, wie war der Witz nochmal? Ach, ihr wisst schon. Ein Entertainer bin ich nicht wirklich. Wie geht denn der nochmal? Deine Mutter dreht sich nicht mehr. Irgendwie so. Ihr kennt das bestimmt. So. Dann leiten wir doch dieses ganze Geschmeiß hier, was hier rumfliegt, leiten wir jetzt durch das Pinke. Und das da will ich eigentlich nicht mehr im System haben. Das stört eigentlich nur die, die dann nachher pink werden. Eigentlich ist es irrelevant, weil ich kann hier auch weiße reinrießen lassen. Das ist keine Tasse, die nur pinke Zuckerkörnchen aufnimmt. So, und dann lassen wir die vollrieseln mit pinken. Können wir hier noch, falls es nicht reicht, können die sich hier noch speichern. Genau, aber ich glaube, das sollte schon reichen. Schauen wir mal. So, hier kommen die ersten. Ist alles genug? War es genug? Ah, das sollte genug sein. Wow. Das war gar nicht so viel mehr. Gibt es hier einen Umkehrer? Nein. Das heißt, wir müssen die einzeln füllen, vielleicht so. Und die hier vorbeigehen, hier rein. Na, das kann spaßig werden, weil wir müssen hier einen Weg nach hier dann nachher legen. Ich muss auf jeden Fall von unten erstmal die hier füllen. Okay, die sind voll. Lass die jetzt hier so vorbeilaufen. Die will ich auch nicht mehr. Das brauche ich auch nicht mehr. Dann lasse ich das so rumlaufen. Versuche auf jeden Fall hier erstmal die unteren zu machen, weil wenn ich erst das obere mache, dann dauert das ewig. Dann mache ich das doch jetzt so direkt. Und vielleicht so. Und wenn da in der Warteschlange genug sind, ich glaube, das sollte jetzt schon der Fall sein, dann kann ich gleich zu dem gehen. Weil die reichen ja schon, um das aufzufüllen. So, das dauert jetzt ein bisschen, bis das gefüllt ist. Passt. Und jetzt muss ich
das hier füllen. Seht, das wird wahrscheinlich relativ lange dauern. Es kann sich nur um Stunden handeln. Klasse Spiel, oder? Macht doch Spaß. Bis jetzt die ganz herausforderndsten Sachen waren noch nicht dabei. Schauen wir mal auf Level 12, aber warten wir erstmal. Ich zeige euch mal, wenn das erste Kornchen ankommt. Ja, es ist fast soweit, Ja, nein, der kommt. Ja. Ja, da ist der Strom eröffnet. Jetzt müsste sich das füllen. Das kann sich jetzt nur um Stunden handeln. Pause. 3 Minuten später, ich schwör's euch, 3 Minuten später sind wir soweit. Oh mein Gott, das war... Ich weiß nicht, ob das besser geht, keine Ahnung. Aber jetzt muss ich meinen ganzen Hirnschmalz mal dafür verwenden, wie man das macht. Die Level habe ich überhaupt nicht mehr im Kopf, wie die gehen. Also ich muss zuerst diesen Button drücken, glaube ich, weil sonst passiert erstmal gar nichts. Okay, dann kommen die hier unten. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, was mache ich jetzt mit denen? Ich will die zuerst mal ins Orangene wahrscheinlich machen. Und dann will ich hier ein Auffangbecken nur für Orangen machen. Ein Auffangbecken nur für Orangen, den lassen wir mal volllaufen. Und wir können eigentlich währenddessen, eigentlich ist mir aufgefallen, können wir überlegen, wie wir das Ganze eigentlich machen. Das fällt dann hier runter und kommt dann hier ungefähr hier wieder an. Jetzt haben wir 2 Optionen, entweder hier rum oder hier direkt rum. Und ich bin eigentlich ein Freund von hier direkt rum. Mache ich hier so eine kleine Rampe vielleicht. So, dann sollte das hier diffus durchfallen. Klar, wir kriegen hier ganz viele Weiße auch rein. Aber stört uns das eigentlich nicht? Machen wir das doch mal. Das sind schon viel zu viele Orangene. Ja, okay. Ich hoffe, dass die orangene Tasse nicht vollläuft mit Weißen. Aber da bewegt sich ja nichts. Sollte eigentlich so sein, dass... Geht das jetzt nicht mal runter? Kommt da kein... Jetzt kommt Oranges an. Aber ich glaube, das dauert jetzt auch ein bisschen seine Zeit, bis das vollgelaufen ist. Aber überlegen wir uns doch schon mal die nächsten Schritte. Hier unten. Jetzt laufen die alle wieder hier hoch. Dann fange ich die dieses Mal hier ab und leite die in das Blaue rein. Und in den Becken, wo nur Blaue da sind. Das können wir jetzt eigentlich wieder einleiten. Und die alle, die leite ich wieder hier zurück. So. Jetzt kriege ich die alle in das Blaue rein. So, jetzt sollte ich die auch ein bisschen gucken, dass die ein bisschen seitlicher reinlaufen. Nicht, dass ich hier ein Häufchen am Ende kriege. Dann haben wir hier das blaue Becken und von dort aus dreht es wieder um und wir ziehen die hier rüber. Ist eigentlich ein bisschen weit schon. Dann kommen die hier raus und dann mache ich da eine schöne Rampe, oder wie nennt man das überhaupt? Einen schönen Strich in die blaue Tasse. Sollten eigentlich auch schon genug blaue sein. Aber lassen wir die Tasse mal vorlaufen. Dieses Behältnis, was ich hier gemacht habe. So, jetzt ist das doch komplett voll. Dann sehen wir das, wie das mit vielen abläuft. Aber genau, ich will ja nicht eure Zeit verschwenden, dass ihr mir jetzt zuseht, wie diese Tasse vollläuft. Das wäre nichts. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Wir hatten das nochmal gesagt. Ich glaube, von A-Team hat das einer gesagt. Der Ältere. Wie hieß denn der? Ist der auch Hannibal? Kann das sein? Ja, jetzt ist voll gelaufen. 13. Level. Okay, also das... da brauche ich erstmal ein bisschen Zeit. Ich lasse sie erstmal hochlaufen, um Zeit zu gewinnen. Da tun sie erstmal nichts. Wie macht man denn das? Also beim Orangen fällt mir ein, ich könnte die unten sammeln. Dann könnte ich die hier hochleiten, hier oben wieder sammeln und dann runterfallen lassen. Oder, ich kann das ja mit Pausen machen, ich kann ewig warten, bis es hier reinläuft, rüberläuft und direkt wieder hier reinläuft. Da stoppe ich mal die Zeit, wie lange das dauert. Und die Tasse ist eigentlich ganz, ganz simpel. Da fange ich einfach welche auf. Hier kann ich die erstmal so auffangen. Für meinen anderen Plan ist das hier nicht von Belange. Kann ich die hier auffangen und dann hier reinlaufen lassen. So, machen wir doch erstmal die Weißen. Die stören doch erstmal niemanden. Oh, wow, wow, das ist eigentlich schon zu viel. So, und jetzt fange ich an, die Orangenen zur Route zu planen. Oh, das war kein guter Strich. Ich muss gucken, dass sie ein bisschen da über die Ecke auch drüber gehen, dann da runterfallen. Hier mache ich dann
ein bisschen eine Hilfe. Ah, und dann muss ich dann hier warten. Ah, und da kann eine Engstelle bilden. Ah, gerader Strich mal, gerader Strich mal. So. Und jetzt stoppe ich mal die Zeit, wie lange das dauert. So, unser erster Zuckerkorn fliegt hier durch das Orangenschnitt durch. Und da seht ihr vielleicht hier, sieht man das ganz leicht, hier kullern schon ein paar. Und hier hat sich eine Engstelle gebildet. Es kann also sich nur um Stunden handeln. So, die ersten, die rollen jetzt schon rein. Jetzt will ich nicht, dass die hier in das System reinkommen. Hier habe ich auch mal ein Auffangbecken noch gemacht, falls ich jetzt mal rumdrehen will. Bin ja ein bisschen ungeduldig. Hier mache ich vielleicht auch noch ein Auffangbecken, weil die Orangen, die sind schon orange, sind hier aufgefangen werden. Und dann würde ich doch mal sagen, vielleicht geht es schneller, wenn ich hier eine größere Steigung reinmache. Und dann drehe ich das Ganze mal um, dass ich mal die Tasse gefüllt bekomme und dass die schneller hier rüberkommen. Weiß jetzt nicht, ob das aufgeht. Jetzt muss ich erstmal die weiße Tasse volllaufen lassen. Tut mir leid. Ja, guck, jetzt ist sie voll. Und jetzt gucken wir, ob das vielleicht so schneller geht. Das ist ja abartig, wie langsam das geht. Ich meinte, da hätten wir was anderes machen sollen. Wie hättet ihr das gemacht? Habt ihr das irgendwie anders gemacht? Kommentiert mal. Level 14. Die kann ich doch direkt füllen. Und die muss ich irgendwie auffangen. So, dann mache ich hier erstmal ein Auffangbecken, womit ich erstmal diese Tasse fülle. Und da kann ich mir eigentlich schon ein bisschen was klauen für diese Tasse. Und für diese Tasse kann ich mir auch ein bisschen was klauen. Das sollte eigentlich passen und das kann man echt schöner vorbeileiten. Da hat sich hier ein bisschen Zucker gebildet. Das klebt danach. Ist euch schon mal Zucker irgendwie verschütt gegangen? In der Küche oder sowas. Das klebt. Mir ist es mal passiert, auf dem Boden ist mir irgendwie Zuckerstreu oder sowas runtergefallen. Ich schwöre euch, der Boden, der hat wochenlang geklebt. Das konnte man gar nicht so arg putzen. Gut, ich putze auch nicht gern. Ich putze auch nicht gut, aber ich glaube, das hätte auch ein begnadeter Putzer nicht besser geschafft. Jetzt drehen wir das doch mal um, ob das schon genug ist. Level 15. Wow, also wir haben einen Richtungsumkehrer, aber grün ist oben irgendwie. Also ich könnte grün irgendwie hier sammeln und dann hier reinleiten. Das machen wir doch mal als erstes. Dann müssen wir, wenn das hier runterfällt, erstmal hier die so aufsammeln und dann hier die grünen sammeln. Und die orangen sammeln wir nachher auch. Dann machen wir hier ein Becken und lassen das dann einfach hier reinlaufen. So müsste es eigentlich schon funktionieren. So, grün sollte eigentlich schon genug sein. Jetzt versuche ich mal hier so eine Beckenkonstruktion zu machen, die mit zweimal umdrehen funktioniert. Und derweilen will ich eigentlich nicht, dass das ist schon zu viel eigentlich. So, aus diesem Becken soll es hier hochlaufen, dann hier reinlaufen, dann machen wir hier eine Hilfe, geht es hier hoch. Und dann hier rein, irgendwie kann ich geschlossen auch machen. So, und die Orangen will ich auch nicht verlieren, deswegen mache ich hier wieder so ein Hütchen drüber. Dass hier noch welche etwaige aufgesammelt werden. Hier kann man auch aufsammeln eigentlich. So, jetzt müsste ich eigentlich zum ersten Mal umkehren, vielleicht reicht es ja schon. Also für die Grünen wird es auf jeden Fall reichen. Die Orangen bin ich mir nicht sicher. So, die Orangen, gucken wir mal, reicht das schon? Ah, das reicht ganz knapp. Ja, das ist schön. Grün müsste locker reichen. Das ging eigentlich ganz gut. Ich dachte, dass es komplizierter ist. Okay. Oh, 3. Ups. 3. Ja, das habe ich irgendwie übersehen. So. Jetzt hoffe ich, dass die anderen beiden nicht verschwinden. Wenn das... Nee, man sieht die noch hier, ich weiß nicht, ob ihr das seht, ganz klein sieht man noch, dass die Körnchen hier liegen. Also muss ich jetzt einen Weg machen, hier rüber vielleicht. Dann lasse ich die einfach da purzeln. Wenn die sich ein bisschen voneinander entfernen, könnte ich das schon stoppen hier. Na, das war nichts, habt ihr gesehen? Das Körnchen hier habe ich jetzt eingeschlossen, das muss ich nochmal resetten. Ups. So. Ja, man darf nicht, während das Körnchen fliegt, dann über das Körnchen drüber zeichnen. Das ist blöd. So hat es funktioniert. Jetzt, ja,
hat doch funktioniert. So, dann tun wir die Körnchen mal hier hinlegen. Und dann lassen wir die hier runterkullern. Es kann sich nur um Stunden handeln, aber das kann ich so abfangen. Und dann kann ich hier rum. Lasse ich das erstmal unten rein. Ich glaube, das hätte man eleganter machen können, ehrlich gesagt. Kann man die irgendwie voneinander trennen? Okay, Stripped Cups Half. Also erstmal erst das eine, dann das andere? Oder wie war das nochmal? Oder ist es egal? Kann man die auch gleichzeitig machen, vielleicht? Wie sehe ich, dass jetzt genug Orangen drin sind? Ah, das, jetzt habt ihr gesehen, das bewegt sich jetzt nicht mehr. Da kamen endlos Orangen rein und die Zahl hat sich nicht mehr bewegt. Ja, also genau 50 vom einen, 50 vom anderen. So. Ich glaube, jetzt wird es schwierig. Jetzt wird es schwierig. Warum wird es schwierig? Wow. Ich glaube, ich muss erstmal drüber nachdenken, dann resette ich und dann mache ich es. Also ich muss es ja hier unten einleiten. Dann leite ich es ein. Vielleicht kann ich das auf zwei Wege einfach separieren. Dass ich eine reine Box hier habe, eine reine Box hier. Und dann hier zwei definierte Wege mache. Und dann wieder hier eins volllaufen lasse und hier eins volllaufen lasse. Also wenn ich das schaffe, dann tue ich das auf jeden Fall als Anhang in meine Bewerbungsmappe rein. So viel steht fest. So. Und in Echtzeit, weil ich starte das Level jetzt einfach nochmal. So. Jetzt baue ich hier einen Weg hier. Und der soll eigentlich teilen. Hier. Dann lege ich das an der Tasse an. Lege das hier rein. Und dann muss ich hier ein Auffangbecken machen. Zwei verschiedene. So. Und das ist ein schönes Auffangbecken. Und das auch. Ich sag jetzt nicht, woran mich das erinnert. So. Und dann muss es nachher wie hier wieder hochlaufen. Ja, das werde ich auf jeden Fall mit der Bewerbungsmappe beilegen. Das ist ja für einen Ingenieur oder so. Also. Was anderes macht doch ein Ingenieur auch nicht den ganzen Tag, oder? So. Und dann muss ich hier durch eine Engstelle und dann muss ich noch in diese Tasse rein. Und jetzt machen wir mal eine kurze Pause. Hier muss ich noch was hinzufügen, weil hier läuft es dann auf der Ebene läuft es rum. Das mache ich dann, wenn es soweit ist. Ich lasse erstmal diese beiden Becken vorlaufen, dann gucken wir, ob diese Idee funktioniert hat oder ob die sich ja an dieser Stelle hier wieder vermischen. So, jetzt kommt der große Versuch. Ich glaube, die Becken sind voll genug. Die Tasse ist ja viel kleiner als die Becken. Dann muss ich, glaube ich, hier noch was hinzufügen, dass ich hier nicht so viele verliere. Und da würde ich sagen, drehen wir einfach die ganze Geschichte mal um. Gucken, was passiert. Klappt das mit der Trennung von Orange und Blau? Ich sehe es irgendwie nicht so richtig. Doch, das klappt eigentlich ganz gut. Oh, ich habe das vergessen, dieses Ding hier zu machen. Ich muss das ja jetzt gucken, dass es so rumläuft. Habe ich jetzt hier verloren? Stecken die hier fest? Nee, müsste eigentlich passen. Aber das dauert jetzt ein bisschen, bis die voll sind. So, jetzt kommen die in ausreichender Menge. 10, 12, 14. Ja, hat geklappt, oder? Das werde ich meine Bewerbungsmarke beilegen. Das war ja ein Kunstgriff, sondergleichen. Jetzt machen wir hier das letzte Level. Und wenn es euch gefallen hat, dann mache ich auch die weiteren Level. Es gibt nämlich 30 Level. Jetzt sind wir bei 19. Das ist eigentlich eine ganz schöne Trennung. Weil die letzten sollten auch viel schwieriger sein. Oh, jetzt... Ich dachte, das ist ja jetzt einfach. Ah, zu früh gedacht. Oder beziehungsweise überhaupt was gedacht, ist die Frage. Das bringt ja nichts so. Wir müssen hier das erstmal runter machen und dann füllen. Jetzt machen wir mal den ersten Versuch. Und versuchen das so, dass es in Pink reinläuft. So. Jetzt haben wir ein Problem, weil die Pinken kommen jetzt hier runter. Und dann muss ich die irgendwie hier rüber stupsen. Aber dann stupse ich auch meine Weißen rüber.
das mache ich jetzt so, dass ich einfach viele ins System vielleicht reinbringe. Die laufen ja hier endlos durch. Und dann in einem Moment, dann halt jetzt vielleicht, so, jetzt sind viele im System, jetzt leite ich einfach alle hier rüber. Und hoffe einfach, dass es schon genug war. Und dann mache ich das Gleiche mit Grün. Sollte eigentlich funktionieren, oder? Mal sehen, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube, das sollten schon genug Pinke sein. Das sollte sie jetzt nach und nach auffüllen. Dann lasse ich die jetzt weiterlaufen. Machen wir das so, dass es wirklich dann da bei Grün reinläuft. So. Und dann in einem Moment, wenn genug im System ist, zack, schalten wir um. So, ihr müsst zählen. Sind das schon 100? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Könnten eigentlich schon 100 sein, was sagt ihr? Komm, wir leiten die jetzt um. Wir haben ja nicht den ganzen Tag Zeit. So, jetzt machen wir mal kurz Pause. Dann gucken wir, ob das klappt. Also knapp 40 sind schon drin, muss ich eher sagen. 60 fehlen noch. Weiß jetzt nicht, ob das der beste Plan war. Aber wir sehen, das füllt sich stetig. Jetzt können wir eigentlich weitergehen. Jetzt brauchen wir ja nicht... Ich glaube, die Weißen halten uns hier nur ab. Jetzt lassen wir das hier reintröppeln, wo blau ist. Das sieht so aus, als wäre das hier. Und dann gehen wir von dort aus hier rüber. Und dann muss ich ein bisschen eine Lücke lassen, weil ich muss ja noch zu Rot. Ich muss noch zu Rot später. Oh, und hier hat dieses Teil hat jetzt aufgehört. Wir müssen also mit denen hier auskommen. Was auch immer das ist. Wir müssen mit denen auskommen. Nachher können wir so weiterleiten für Rot. Jetzt warten wir erstmal. Das sind eigentlich genug im System. Das sollte sich jetzt eigentlich von alleine füllen. Dann gehen wir doch mal ganz an die Seite und füllen Rot. Klappt das? Ja. Und ab jetzt leite ich alle hier um und fülle die hier rein. Das sollte jetzt eigentlich noch mehr als genug sein. Also eine Glanzleistung war das jetzt nicht, wie man auch an diesen Tassen sieht. Weiß, grün, alles gemischt. Hier kommen noch blaue, rote, vielleicht sind auch noch ein paar grüne dabei oder so. Keine Ahnung. Aber einen Schönheitspreis wollen wir ja nicht gewinnen. Und dann würde ich sagen, dann sind wir jetzt erstmal fertig. Die neue Runde, die machen wir jetzt nicht. Neue Runde 20, mache ich mal die Musik aus. Runde 20 machen wir dann, wenn es euch gefallen hat, beim nächsten Mal. Und mir hat das mega Spaß gemacht, aber ich weiß, dass die Runden nach hinten immer schwieriger werden. Also immer schwieriger. Deswegen würden wir uns das dann beim nächsten Mal anschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann like doch und schreibt einen Kommentar, dass ich das zweite Video machen soll. Dann würde ich das nämlich, mir wird es Spaß machen auf jeden Fall, aber je nachdem, vielleicht ist es ja gar nicht so entertaining zuzugucken. Wenn ihr jetzt selber spielen wollt, geht auf den Link, der unten dran ist, dann könnt ihr die Level auch schon weiterspielen. Dann würde ich mich für heute verabschieden. Der Zuckerstreuer stört mich. Bestimmt klebt mein ganzer Schreibtisch nach diesem Video. Würde mich für heute verabschieden. Macht's gut und ciao, ciao.